Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Hey Leute, ich bin Zenex und keine Sorge, ich habe weder Grants entführt noch seinen Kanal übernommen, sondern wir führen hier ein kleines Experiment durch. Ich spiele für euch The Binding of Isaac mit dem DLC Wrath of the Lamb. Und dieses Spiel ist was Besonderes für mich, denn ich finde, es ist einer der besten Spiele 2011 und ja, bevor nämlich die Remastered-Version dieses Jahr noch rauskommen soll, eigentlich sogar relativ zeitig noch dieses Jahr, will ich mit euch dieses Spiel spielen und zeigen, wie es gespielt wird, beziehungsweise wie es eigentlich nicht gespielt wird, weil ich nicht so besonders gut bin, aber es mir trotzdem extrem viel Spaß macht, denn es hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Und um euch erstmal zu zeigen, die Option wollte ich nicht, denn wir gehen mal in die Collections oder in die Stats noch besser. Also hier kann ich euch zeigen, Secrets found war nicht wirklich viel und Tode waren einige, Mom Kills weniger, denn wer die Story nicht ganz verfolgt hat oder nicht mitbekommen hat, unsere Mutter, oder wie besser gesagt, wir sind Isaac, der Hauptdarsteller dieses Spiels, und unsere Mutter will uns umbringen, weil sie über, kann man sagen, religiöses Fernsehen auf einmal eine Stimme im Kopf erhörte oder über sich erhörte, die meinte, dass Isaac an sich so gesündigt hat, dass er zum Schluss sterben soll. Erst wurde er von anderen Sachen erlöst und später soll er jetzt sterben. Und wir verschwinden jetzt in den Keller und müssen uns überleben kämpfen. Wie wir sehen, haben wir hier auch mehrere Enden. Es ist so, dass dieses Spiel eigentlich nicht wirklich lang ist, aber man das mehrfach durchspielen sollte am besten, um eigentlich die Geschichte komplett zu verstehen. Und es verändert sich auch jedes Mal, wenn es gespielt wird. Deswegen werden wir jetzt hier auf Collections gehen und einfach mal löschen. Ja, wir werden einfach alles löschen. Habe ich. Ja, sicher. Hallo? Nein. Doch. Ach, jetzt hat das. Ah, okay. Stats. Hat er auch nicht. Okay. Aber vielleicht wird es trotzdem mit einem Neustart. Ich will mal gucken. Genau, okay, das ist wirklich so. Die Charaktere sind jetzt alle gesperrt. Wir haben hier mehrere Charaktere, die wir freispielen, nachdem, wenn was passiert.
Wir müssen anfangen mit Isaac, haben noch, wie gesagt, seine Schwester und noch ein paar andere. Alles mit leicht biblischer Touch, kann man sagen. Auch die ganzen Gegner, die kommen werden. Und ich werde versuchen, jetzt am Anfang nicht allzu schnell zu spielen. Erstens mache ich dann nur Fehler. Und zweitens kann ich euch dann besser was über das Spiel erzählen für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Denn ja, es ist ja doch trotzdem ziemlich ein Indie-Game, auch wenn es 2 Millionen Verkäufe hat. Aber ja, es ist trotzdem nicht allzu bekannt. So wie es ist mehr oder weniger ein Dungeon Crawler, ist falsch gesagt, aber es ist so, wir laufen in einem Dungeon rum. Das ist hier Basement 1, heißt, wir sind gerade im Keller der ersten Ebene. Sehen hier, dass wir uns, die Bewegung ist jetzt eher, erklärt sich von selber. Man kann die gucken und wir schießen mit unserem Tränen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir unseren Gegner töten, vorerst. Also es gibt noch andere, aber vorerst. Und wir sehen hier eine verschlossene Tür, dafür brauchen wir Schlüssel. Hier oben, ich zeig's mal kurz mit der Maus, haben wir Geld, Bomben und Münzen. Wir könnten das auch mit der Maus schießen, aber das ist so eklig. Hier haben wir Lebenspunkte. Jedes Mal, wenn wir getroffen werden, verlieren wir ein halbes Herz. Ab und zu mal finden wir Herzen. Aber wenn wir auf 0 Herzen fallen, ist das Spiel für uns erledigt. Wir sind tot und müssen nochmal von vorne anfangen. Egal, wie weit wir runterkommen. Denn in jedem Base oder jede Ebene gibt es zum Schluss noch einen Bossfight, der uns dann noch ein Item gibt. Hier gibt es auch nochmal ein Item Room, davon abgesehen. Aber diese Kämpfe sind natürlich extrem schwer und, oder was heißt extrem, aber sie werden immer schwerer und die Items sollen uns helfen, aber dieses Spiel ist ziemlich zufällig basierend, kann heißen, dass man beim Unrun ziemlich gut vorankommt und super Items findet und im nächsten Run dann auf einmal alles ruiniert wird. Und hier sind die ersten Gegner, Fliegen, und auf die Fliegen muss man besonders achten, weil die auch noch ein bisschen defensiv sind, weil die schießen können. So, lassen wir den mal hier rauskommen, denn ich kann hier nicht durch Steine schießen. Das gibt es später auch Items, die mir die Möglichkeit geben. Allerdings momentan... Ah, jetzt hat er mich doch getroffen. Ich habe da ein bisschen Befürchtung. So, jetzt haben wir ihn. Okay, als Belohnung bekommen wir noch einen Schlüssel. Oh, und über uns haben wir einen Bücherraum. Also unten, wir haben hier noch einen verschlossenen Raum. Das ist sowas wie ein Marktplatz, kann man sagen. Und da oben haben wir einen Bücherraum. Da bekommen wir, können wir ein Item bekommen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Wir warten erstmal ab, ob wir noch einen Schlüssel bekommen, dann können wir das dann machen. Denn Schlüssel sind rar gesät und später sind die wichtig für die normalen Item Rooms. Und ja, die Fliegen sind jetzt noch die einfachsten Gegner. Wir können hier die ganzen Kackehäufchen, Scheißhaufen, kaputt machen. Darunter können sich mir auch noch Items verstecken. Und, oh Gott, wir sehen jetzt hier, der Raum, die Ebenen sehen relativ gleich aus. Allerdings ist alles zufällig generiert. Und es ist auch so, dass je weiter man spielt, desto andere Gegner kommen dann noch. Und auch je öfter du es durchgespielt hast, desto höher sind auch die Gegner, die kommen können. Hier oben, man erkennt es vielleicht ganz schwach, ich zeige es nochmal mit der Maus. Hier haben wir einen Stein, der ein bisschen anders aussieht. Hier ist nämlich so ein Kreuz noch in der Mitte und ein bisschen blauer ist der Stein. Wenn wir jetzt hier eine Bombe dranlegen, wird was passieren. Nämlich aus diesem Stein kommen Items oder Sachen raus. Und jetzt haben wir blaue Herzen bekommen. Blaue Herzen füllen sich nicht wie rote Herzen wieder auf, durch rote Herzen, die man finden kann, sondern sind einmalige Herzen, die, wenn sie getroffen werden, verschwinden diese. Hier haben wir einen Itemraum, von dem ich euch schon mal erzählt habe. Wir werden auch noch das Feuer ausmachen, nicht nur, dass man sich verletzen kann, wenn man rankommt. Nein, ihr seht auch, es wird auch eine Münze hinterlassen. Und hier finden wir unser erstes Item. Den Toothroot. Jetzt sehen wir dementsprechend auch nett aus, weil wir erschlagen worden sind. Und jetzt gibt es alle paar Schüsse. Wenn ich mal wüsste, oder kommt mal... Ah, jetzt habt ihr das mal gesehen. Ab und an mal kommt so ein Zahn rausgeflogen, anstatt einen normalen Schuss. Und der macht nochmal extra Schaden. Und wir haben noch eine Bombe frei. Ich würde mal sagen, wir können es mal probieren und experimentieren. Es gibt Räume, nämlich sogenannte Secret-Räume. Und die sind an wenigstens... zwei Räumen anhängen. Also, wir haben... Also, die müssen wenigstens an zwei Räumen verbunden sein. Das heißt, hier könnte einer sich befinden, hier könnte sich einer befinden, hier könnte sich einer befinden und hier. Das sind alles so diese Secret-Bereiche. Wir versuchen es einfach mal hier, weil ich irgendwie die dumpfe Vermutung habe, hier könnte sich verbinden. Aber nein, hier gibt es keinen Secret-Raum. Und dann gibt es noch Super-Secret-Räume und die sind nie verbunden mit zwei Räumen. Also, nicht irgendwie hier, sondern die müssten hier drin sein oder hier oder hier, hier. Also es gibt extrem viele Möglichkeiten und die sind da. Die haben auch nochmal Items in sich, aber naja. So, das Buch
werde ich mir erstmal nicht abholen. Wir werden erstmal zum Boss gehen. Und zwar gegen Larry Jr. Oder die Larry Jr. Brothers. Denn es sind zwei, die sich ein bisschen random bewegen. Die suchen sich, oder sie greifen auch nicht nur einen direkt an, sondern bewegen sich mehr oder weniger und können, mehr oder weniger, sie bewegen sich einfach so dort, wo sie wollen, und aber sie lassen auch die Haufen hinter, die auch nochmal Items drin haben können. Allerdings, findet man, ist es nochmal sonst sehr selten, dass Boss gegen Bosskämpfe irgendwelche Items im Kampf lassen. Oh, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, sorry Leute. Denn es ist zwar einer der einfachsten Gegner, aber der ist doch ziemlich mies, weil er unberechenbar ist. Und es ist besser, wenn dann einer platt ist. Oh Gott, jetzt haben wir doch getroffen. Ich mach mal kurz den Haufen weg. Sonst haben wir hier Probleme. Und ja, wir sehen oben die Energieleiste. Dadurch, dass unser Schuss nicht besonders stark ist. Andere Charaktere haben auch stärkere Schüsse. Oh Gott, okay, jetzt haben wir wenigstens einen los. Ah, hier sehen wir es. Jetzt hat er mal ein halbes Herz fallen lassen. Ist für uns ganz gut und praktisch. Denn wir hatten schon ein halbes verloren. Vorhin. Oh, und jetzt habe ich gerade irgendwie festgehangen. Jetzt kam ich nicht voran. Jetzt finde ich natürlich blöd, dass die blauen Herzen jetzt attackiert werden. Und aber, ja, wie gesagt, die Killspeed ist relativ gering momentan. Andere Charaktere, die wir freischalten, können wesentlich schneller und stärker kämpfen. Also man kann auch, eine Geschwindigkeit wird auch noch verbessert und das alles. Aber wir bekommen ein anderes Item, was auch ziemlich geil ist. Den Squeezy. Und wir sehen nochmal ein bisschen anders aus. Wir bekommen zwei Herzen. Und unsere Schussgeschwindigkeit hat sich erhöht. Wir können mich auch hier sehen. Das ist unsere Laufgeschwindigkeit. Das ist unser Schussspeed. Das ist unsere Stärke. Und das müsste unsere Reichweite sein. Also Schussstärke. Denn wir haben auch nur eine begrenzte Reichweite. Man sieht, wie die Tropfen hier runterfallen. Man kann die zwar ein bisschen nach weiter produzieren, provozieren, indem man einfach in die Richtung rennt, dann wenn noch ein bisschen beschleunigt, aber so nicht. Gut, wir könnten jetzt in den Raum gehen, aber ich habe echt bloß einen Schlüssel und ich weiß, dass wir ab Basement 2, also ab dem Level, den wir jetzt hier runterkommen, kaum Schlüssel bekommen. Wir finden immer wieder Räume, die verschlossen sind, gerade die Item Rooms, die wesentlich besser sind als die Bücherräume, und deswegen behalten wir uns den Schlüssel offen und gehen einfach in Basement 2. Wegen der vielen Erklärung und wegen dem Intro will ich einfach mal sagen, dass wir ein bisschen Überlänge machen und einfach dieses Basement abschließen. Oh mein Gott, das will blutende Oberkörper. Und die zwar auch nicht direkt den Feind angreifen, ihr habt vielleicht mitbekommen, die roten Fliegen haben einen direkt angegriffen, die schwarzen nicht. Aber die sind so eklig und random, vor allem wenn sie in Überzahl sind, dass die... Ja, ich würde jetzt keine Panik machen, aber wir sind momentan wirklich nicht so die Besten mit ausgestattet. Das ist doch nicht so schön wird. Oh, und dann haben wir die hüpfenden Dinger und die hüpfen. Ach, gut, dass wir die ganze Szene hatten. Die hüpfenden Leute, die kommen einem entgegen, gezielt sogar. Ja, wir könnten jetzt, wir haben noch eine Bombe übrig, wir könnten jetzt eine Bombe nehmen und hier das aufsprengen, um an Geld zu kommen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ah, aber wir können das hier machen. Aber ich weiß nicht, ob wir das Item wirklich haben wollen. Aber ich zeige euch trotzdem mal. Denn ich glaube, das wäre kontraproduktiv zu den Items, die wir sonst haben. Nämlich, wir haben Chocolate Milk. Und wir können zwar jetzt ganz schnell drücken. Ich muss jetzt manuell. Sonst kann ich gedrückt halten. Jetzt muss ich gedrückt halten. Normalerweise kann ich gedrückt. Normal von vorne. Normalerweise kann ich beim Schießen einfach gedrückt halten in die Richtung. Und dann schießt er. Chocolate Milk ist aber anders. Ihr seht, seine Backen werden größer und dann kann ich fallen lassen. Und dann macht er so eine extra große Kugel, die mehr Schaden verursacht. Ist dementsprechend. Kann ganz gut sein, gerade im Bosskämpfen oder wenn man gezielt einen Gegner erwischt. Aber sich bei schnelleren Gegnern das zu wagen, ist immer ein bisschen problematisch. Und wir haben auch gerade gesehen, der hat jetzt eine voll große Kugel abbekommen. Die Spinne ist aber trotzdem nicht gleich gestorben, weil wir einfach viel zu wenig Schaden machen. Aber ich sehe, wir können auch einen großen Zahn einfach spucken. Und wir bekommen die erste Tarotkarte. Und zwar The Hermit. Ich glaube, das war der Bettler, den man dann bekommt. Nämlich, es gibt auch noch solche NPC-Charaktere oder Möglichkeiten, sein Geld auszugeben. Und da ist der Bettler eine Sache. Es gibt noch mehrere Sachen. Irgendwelche Slot-Maschinen, die werden wir alle noch sehen. Aber der Bettler ist eine gar nicht so schlechte Variante.
den können wir geldlos werden und dann... Ui, jetzt gucke ich mal. Ich mach mal so und dann hoffe ich... Sehr gut! Nicht nur, dass wir ein blaues Herz bekommen, wir bekommen ja auch noch Münzen. Und der Bettler, wir können dann einfach Münzen bezahlen und er wirft dann random einen Gegenstand ab und zu mal. Nicht immer bei jeder Münze, sondern es kann ab und zu mal passieren, dass er dir ein paar Sachen abwirft und der ist gar nicht so schlecht. Gerade in speziellen anderen Räumen, die wir noch sehen können. Jetzt ist es so, jetzt habe ich die Bombe verwendet. Und ihr kennt mich ein bisschen Ärger, denn hier ist eine schwarze Truhe und ohne Bombe kommen wir nicht ran. Oh mein Gott, jetzt kommen die weinenden Köpfe. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Die weinenden Köpfe sind ein bisschen... Ja, wie soll ich erklären? Sie rennen von uns weg. Ihr siehst ja. Aber irgendwann mal werden die explodieren. Und da kommen Sachen kommen Fliegen raus. Jetzt versuche ich bei dem nochmal zu zeigen. Und... Genau, die versuchen jetzt zu sterben an dem eigenen Feuer. Es gibt aber welche, die noch später aggressiver sind. Die sehen noch ein bisschen anders aus. Und ihr habt ja gesehen, der eine war anders farbig und ein bisschen größer. Und das sind solche, ja, Mini-Boss ist falsch gesagt, aber solche speziellen Gegner von diesem Typus. Hier drüben ist ein Opferraum. Wir verlieren immer ein halbes Herz, wenn wir rein und wieder rausgehen. Und dann können wir ein spezielles Item bekommen. Hier sehe ich sogar, dass wir ein Dämonic-Item bekommen könnten. Ich zeig's euch einfach. Hier ist eine rote Truhe. Mit etwas Glück bekommen wir ein Dämonic Item. Wenn nicht, bekommen wir was Schlechtes. Na, toll. Ein halbes Herz. Wir waren wenigstens hier drin. Da haben wir ein Plus, Minus, Null gemacht. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Jetzt kommen nochmal die. Und wir müssen echt aufpassen. Weil die Fliegen... Fliegen fallen lassen. Wir könnten uns ein bisschen... Wir locken sie einfach wieder ins Feuer. Sollen sie doch ins Feuer gehen. Und hier haben wir rotes Feuer. Und rotes Feuer ist ein bisschen mieser, weil rotes Feuer schießt nach einer Zeit. Mal gucken, ob er es macht jetzt. Da muss ich ausweichen. Hallo? Schuss? Da haben wir es gesehen. Und wir haben sogar einen Schlüssel nochmal bekommen. Schlüssel ist ja super wichtig. Brauchen wir auf jeden Fall für den nächsten Level. Münzen. Wir könnten, wie gesagt, hier oben seht ihr noch, dass der Münzraum... Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Haben wir ja jetzt. Aber wir brauchen auch wenigstens, sagt man so, 15 Geld. Vorher lohnt sich der Raum nicht. So, wir gehen jetzt wieder in den Bossraum und sehen Isaac versus Gemini, der, ja, wie soll man sagen, die Zwillinge, die noch mit der Nabelschnur verbunden sind. Und, man sieht, einer schießt, der andere rennt entgegen. Und deswegen, man muss eigentlich so ein bisschen im Kreis gehen. Der rennt, ist zwar ein bisschen schneller als wir, allerdings verliert er auch schnell Lust. Wir könnten auch auf den kleinen Zwillingsbruder, der mit der Nabelschnur verbunden ist, anschießen. Und dementsprechend könnte man anderen Item bekommen. Wenn man, und die trennen sich dann irgendwann mal. Die meisten Bosse haben, der bekommt eher eine Rageform. Die meisten Bosse haben nämlich dann ab der Hälfte der Energie nochmal eine spezielle Form. Oder viele, nicht die meisten, aber viele. Aber wir haben schon ordentlich Herzen verloren gegen die Viecher. Aber der ist hier eigentlich relativ simpel, der ist nicht so ein Problem. Es sei denn, er macht eine unschöne Kurve. Und wir haben The Radioactive Spider freigeschaltet. Jetzt bekommen wir erstmal Schussspeed ab. Oh, das ist geil. Jetzt ist die Frage, wollen wir hier reingehen? Demonic Rooms sind nie so toll. Erstmal haben wir wenig Health. Weil wir müssen Health opfern. Oh Gott, nee, das ist echt nicht gut. Und bekommen dann was Spezielles? Nee. Wir könnten nämlich noch mehr Kästchen bekommen, hier rote Kästchen. Dafür braucht man nur spezielle Items. Und man könnte die opfern, diese Kästchen, die bleiben dann permanent weg. Und bekommt ein stärkeres Item, relativ starke Items bei diesen Dämonikräumen, aber das war momentan jetzt nicht so toll. Die Peitsche ist allerdings gar nicht so schlecht, denn die Peitsche macht Attack Speed und Attack Schaden, ist jetzt schon ziemlich krass. Obwohl ich glaube, das war durch die Kakaomasse. So, wir gehen in den nächsten Basement. Allerdings werden wir hier aufhören, denn hier sind noch keine Gegner. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.